Xivaya bağışlayın, Xivanın gözəlliyi, günbəzləri, bakışları doğrusunda. Also das erste Lied war für Xiva gewidmet und das war über die Schönheit, über seine Minarets, über seine Kuppel und über seine Verzierungen.
Was hat er getanzt? Also, das ist ein Lied von einem alten Mann aus Hiva, der leider schon gestorben ist. Und als er zu seiner verliebten Frau gegangen ist, und aber hatte keine Musikinstrumente mit, und dann hat mit Schlag, mit Schluck des Mundes diese Musik gemacht. Die junge Dame hier hat ja Akrobatik gezeigt. Wo lernt man das? Also das erste Spiel war mit Steinstücken, und das ist wie ein traditionelles Musikinstrument in Hiva, typisch für Hiva. Und zweitens war mit einem Ring verbunden, und als früher als eine Tänzerin zu einem Khan eintrat, und sie sollte zuerst was zeigen und dann tanzen. Und sie hatten zum Beispiel diesen Ring auf der Erde gelegt, und dann sie sollten entweder mit Mund, mit Lippen oder mit Wimper, mit Augen das nehmen und geben zuerst, und dann weiter tanzen. Thank you.